This is a true love. This is a true love. Man, yeah, this is a true love. Hey, yo, this is a true love. Hi Leute, in dem Video heute wollte ich über Erinnerungen sprechen, über Träume. Und wollte damit beginnen, dass Erinnerungen, wenn die fehlen, meiner Meinung nach, ist nur meine Meinung, wenn das nicht stimmig mit dir ist, musst du nicht so sehen. Also meiner Meinung nach sind alle Dinge, an die du dich nicht mehr erinnerst, sei es aus deiner Kindheit, sei es an traumatisches Erlebnis, an Vergewaltigung, an einen Unfall, sind verdrängt, meiner Meinung nach. All diese Erinnerungen, die sind gespeichert im Unterbewussten. Alles in deinem Leben ist in deinem Unterbewusstsein gespeichert. Dinge, an die du dich nicht erinnerst, die hast du verdrängt, weil du sie in dem Moment nicht verarbeiten konntest, weil du sie in dem Moment nicht annehmen konntest. Deswegen hast du sie erstmal beiseite geschoben. Ist auch in Ordnung dann für den Moment. Umso mehr du dich entwickelst, umso mehr du dir wieder Themen anschaust, wo du Angst hattest, umso mehr du dich in ein freies Leben begibst, in ein Leben, wo du deinem Herzen folgst und wirklich den Dingen, die du liebst, folgst, umso mehr werden auch Erinnerungen hochkommen. Und umso mehr du eben deinen Körper reinigst, deinen Geist klärst, umso mehr werden alte Erinnerungen hochkommen. Also, ich habe selbst gemerkt, als ich mein Bewusstsein verändert habe, immer mehr meditiert habe, immer mehr zu mir selbst gekommen bin, immer mehr Achtsamkeit gelebt habe und meinen Körper gereinigt habe, meine Ernährung umgestellt habe auf veganes Essen, auf pflanzliches Essen, auf Rohkost, immer natürlicher. Umso mehr sind Erinnerungen bei mir hochgekommen. Und wie gesagt, ihr kennt das vielleicht, dass viele irgendwie einen Unfall zum Beispiel hatten. Und kurz vor dem Unfall, kurz bevor man irgendwie abstürzt, kurz bevor man da mit der Kante mit seinem Knie auf den Stein fällt und sich das bricht, schaltet der Kopf ab. Es wird einem schwarz vor Augen. Und du erinnerst dich nicht dran, weil du das in dem Moment nicht verarbeiten könntest, weil es zu schmerzhaft für dich in dem Moment ist oder war. Genauso ist es mit Kindheitserinnerungen. Viele Dinge in der Kindheit, vor allem auch die Geburt zum Beispiel, ist einfach verdrängt, weil für jedes Kind ist die Geburt traumatisch. Das Kind wird erstmal unter Schmerz irgendwie rausgepresst oft. Oft möchte die Mutter das nicht oder verbindet eben Schmerz damit, hat Angst davor, hat Erwartungen, die es auf das Kind projiziert. Und dann ist das Kind draußen. Dann wird erstmal einfach die Nabelschnur durchgetrennt. Das Kind kriegt keine Nährstoffe mehr. Es ist völlig unnatürlich, die Nabelschnur einfach durchzuschneiden. Die hört normalerweise nach einer kurzen Zeit, ein paar Minuten von alleine auf zu pulsieren. Und in der Zeit geht das Kind an die Mutterbrust und hat schon eine neue Nahrungsquelle. All das sind traumatische Dinge für ein Baby und die werden verdrängt. Deswegen erinnert man sich nicht an die Geburt. Genauso unnatürliches Licht, gleich irgendwie Blende vor. Und irgendwie total dem Kind in die Augen geleuchtet. Und dann kommt man auf so absurde Gedanken, dass ein Kind direkt nach der Geburt noch nichts sieht, ja. Sowas möchte ein Kind nicht sehen. Und das ist eben traumatisch, so eine Krankenhausgeburt für jedes Kind. So. Und das wird auch erstmal verdrängt, deswegen erinnert man sich normalerweise als Kind nicht dran. So. Bei mir war es jetzt, um einfach mal ein paar persönliche Erfahrungen mit reinzubringen.
als ich, wie gesagt, meinen Körper gereinigt habe, immer natürlicher gegessen habe, immer mehr Rohkost, immer mehr meinen Herzenswünschen gefolgt bin, sind Erinnerungen wieder zurückgekommen. Also das war jetzt auch letztes Jahr im Oktober, oder ich weiß nicht, gegen ja, Oktober, November, Dezember irgendwann, kurz bevor ich nach Thailand bin oder so, da lag ich einfach mittags auf der Couch und dann kamen so Erinnerungen an meine Geburt zum Beispiel hoch. Ich mich daran erinnert, wie ich ja, im Krankenhaus geboren wurde, wie ich da rausgekommen bin. Und ich muss sagen, meine Geburt war sehr schön. So. Es war ein angenehmes Gefühl, es war nicht laut, es war kein Geschrei. Und das Wetter war nicht kein Sonnenschein, es war aber auch kein Regen, es war nur leicht bewölkt und das hatte ich eben auch wahrgenommen. Und ich hatte eben meine Eltern danach gefragt, so wie die Geburt war. Und ja, meine Mutter konnte das auch bestätigen. So. Hat gemeint, bei meinem Bruder war viel Geschrei. Aber ja, bei mir kann sie da sich an nicht viel erinnern. Und ich hatte auch so vor allem das Gefühl, was ich bei dieser Erinnerung hatte, war so ein sehr geborgenes Gefühl, wo ich auf die Welt gekommen bin. Genau. Und so kamen und kommen immer mehr Erinnerungen. Also ich habe nur noch einen so einen kurzen Lebensabschnitt, wo ich mich nicht wirklich dran erinnere, wo ich weiß, da ist noch was verdrängt so. Und das war so das zweite, dritte Lebensjahr, da war ich viel im Krankenhaus, weil ich damals irgendwie Harnwegsinfekte hatte und sowas. Und an diese Zeit erinnere ich mich nicht so genau, aber ansonsten kommen Erinnerungen immer mehr zurück. Also normalerweise, wie gesagt, meiner Meinung nach erinnert man sich an all solche Dinge. Ich habe zum Beispiel auch einen Unfall. Das war vorletztes Jahr in Italien am Gardasee. Da bin ich mit damaligen Freundin auf den Berg gefahren mit dem Roller und dann wollte sie kurz fahren und dann so Gashahn und irgendwie zum Rand raus. Und sie hat sich da zum Beispiel auch, sie hat da ab dem Moment, wo sie Gashahn durchgedrückt hat und so die Kontrolle verloren hat und dann irgendwie zum Rand raus von der Straße irgendwo ins Gebüsch, da hat sie dann abgeschalten und hat sich nicht mehr dran erinnert. So. Da war bei mir auch die Erinnerung einfach, also ich habe in dem Moment einfach nicht abgeschaltet. Und es kommt wirklich darauf an, wo du dich vom Bewusstsein her befindest, ob du damit umgehen kannst, mit diesen schlechten Dingen oder ja, mit diesen belastenden Dingen, ob du die schon verarbeiten kannst. Wenn nicht, verdrängt man diese Sachen erstmal und deswegen erinnert man sich nicht an solche Dinge. Genau. Also Erinnerungen und in Träumen auch. Es kommen in Träumen wieder Sachen hoch. Die Träume haben sich eben, um da jetzt nochmal kurz drauf einzugehen, die Träume haben sich bei mir total verändert. Es sind eben viele Dinge hochgekommen, die ich dann verarbeitet habe. Und die Träume sind viel realer. Es ist wie im Leben. Ja, man erinnert sich viel mehr an die Träume werden viel klarer. Ja, da gibt es auch interessante Filme zum luziden Träumen, gibt es auch Bücher zu. Und es ist wirklich interessant, so zu sehen, ja, wie klar Träume erscheinen können im Traum. Ja. Dass man sich da auch sogar bewusst werden kann, eben dass man träumt. Ja, ich meine, wer weißt du, dass das Leben jetzt zum Beispiel kein Traum ist? Ja, bei Träumen gibt es eben dann auch zu beachten, es gibt verschiedenste Träume. Wenn man nicht weiß, dass es so verschiedenste Arten der Träume gibt, dann werden die oft fehlinterpretiert. Und ja, ich wollte nur, um hier mal zu zu nennen. Es gibt eben einfach Träume, wo du irgendwelche Wünsche durchlebst oder einfach irgendwelche Perspektiven ausprobierst. Dann gibt es einfach Verarbeitungsträume, in denen du halt alte, vergangene Sachen verarbeitest. Dann gibt es ja Träume, wo du auch Dinge vermixt, Wünsche, Hoffnungen, ja, dann Vergangenheitsträume, wie gesagt, Zukunftsträume. Und all solche Dinge. Und wenn man da nicht weiß, dass das eine einfach nur ein altes Ding ist, das gerade durch den Körper wieder hochgekommen ist und man deswegen nochmal von träumt. Zum Beispiel kann man auch ich habe zum Beispiel auch während starken Entgiftungsphasen ganz viel von Unfällen geträumt. Und wenn man nicht weiß, dass das dann einfach nur alte Sachen ist, die da gerade verarbeitet werden und sich da dann irgendwas für die Zukunft rausziehen möchte, dann
dann ist es schwer, die zu interpretieren. Also man sollte immer sich erstmal fragen, was ist das für eine Kategorie von Träumen, wenn man auf Träume achtet oder Traumtagebuch führt. Genauso kennt das Unterbewusstsein keine Zeit. Zeit ist da relativ wie auch im echten Leben. Da werden einfach nur themenartige Verknüpfungen gemacht und das muss einem da dann auch bewusst sein, genau. Aber nur um einfach mal so ein paar Dinge zu nennen, ohne jetzt mal näher drauf einzugehen. Genau, aber das war es eigentlich soweit, was ich in dem Video nur mal anschneiden wollte. Ansonsten, wenn ihr noch Fragen habt, kommentiert unter dem Video. Und ansonsten macht's gut und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ciao.